Ich mache eine kleine Einführung und alles, was ich falsch gesagt habe, tut danach der Stefan Lanka korrigieren und ergänzen. So, also, gibt es das Masernvirus? Das ist ein bisschen Schleichwerbung natürlich. Ja. Das ist das neueste Heft, das vor ein paar Tagen erschienen. Da wird in aller Ausführlichkeit auf diese Frage eingegangen, auf den Masernvirus-Prozess und nochmal in aller Ausführlichkeit mit allen Quellen, auch was wir jetzt noch erwähnen. So, also natürlich, was ist das für eine Frage? Gibt es das Masernvirus? Ist die Frage berechtigt? Die Infektionsketten sind sehr selten eindeutig zu klären, ja? wo die Indexfälle ihre Viren herhaben, ist nicht immer zu klären. Ja? Das wäre mal ein Aspekt. Dann werden immer wieder Entwicklungsschübe bei den Kindern beobachtet nach dem Durchmachen von Masern. Wie ist denn das mit einer negativ bewerteten Infektionskrankheit zu vereinbaren? Was haben wir noch? Wir haben rätselhafte Erkrankungswellen, wir verstehen das auch immer noch nicht, warum zu bestimmten Zeiten Masern eben also wellenförmig auftritt und dann wieder 2-3 Jahre nicht. Dann die Beobachtung von vielen Naturheilern, je stärker die Symptome und desto besser die Prognose. Ja, desto größer der Profit, den das Kind dann danach gesundheitlich langfristig hat. Komplikationen beim Masern, das ist ja das große Thema, beim Impfen, bei der Panikmache, sind erstens, da gibt es genügend, da haben wir auch schon genügend publiziert, erstens Armut. Je armer, desto größer, höher die Komplikationsrate. Vitamin A-Mangel, da gibt es Studien sogar, die WHO propagiert Vitamin A, Gaben hochdosiert bei Masernfällen. Ja, wahrscheinlich sind es auch noch andere Vitalstoffe, die da eine wichtige Rolle spielen. Medikamentennebenwirkungen, wenn wir das Fieber senken, erhöht sich drastisch das Sterberisiko. Da gibt es Studien, die das belegen. So, ist die Frage berechtigt? Ja? 1911 gab es ein Ansteckungsexperiment, allerdings ohne Kontrollversuche. Was das bedeutet, sage ich gleich. Man hat da Proben entnommen aus Patienten, die Masern hatten, Blutproben, Speichelproben und irgendwie bearbeitet, sodass man sicher war, dass da keine Bakterien drin sind und dann in Affen injiziert. Durch ein Loch in den Schädel und ins Bauchfell. Auf die Art und Weise hat man, nachdem man vorher schon viele, viele Versuche gemacht hat, dann bei einigen Affen Hautausschlag und Fieber erzeugt und hat sich gefreut. Ah ja, wir haben jetzt den Beweis, wir sehen das zwar nicht, wir vermuten, dass es da drin ist, aber wir haben den Beweis, dass Masern eine ansteckende Krankheit ist. Kontrollversuch würde in dem Fall bedeuten, dass man auch von gesunden Menschen Proben entnimmt und genau gleich behandelt und die genau gleichen Versuche macht und dann guckt, was dabei rauskommt. Und heute wissen wir, dass körperfremdes Eiweiß, wenn man das injiziert bekommt, dass das alles Mögliche auslösen kann. Ja, darüber hat man sich damals noch keine Gedanken gemacht. Ich fühle mich unsicher, was genau die Laborergebnisse überhaupt aussagen, wenn man jetzt einen Labortest kriegt, weil da werden ja bestimmte Eiweißmoleküle nachgewiesen oder ganz bestimmte genetische Sequenzen. Ob das jetzt ein Virus ist, was man da nachweist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil die auch nicht geeicht sind anhand von hoch aufgereinigten Viren, sondern man nimmt da Patienten und untersucht die so lange, bis man bei den Kranken dann bestimmte regelmäßige positive Ergebnisse erreicht hat. Nur Naturheilkundler ignorieren den Erreger schon seit Ewigkeiten, die Homöopathen zum Beispiel, und fahren sehr gut damit. Hospitalisierung bei naturheilkundlich betreuten Patienten liegen bei nahe Null und bei schulmedizinisch betreuten Patienten bei 10-20%. Ja,
So, also ist die Frage berechtigt. Ich finde ja, und Dr. Stefan Lanker, der jetzt hier ist und nach mir sprechen wird, fand das auch und hat sogar 100.000 Euro, damit er mal eine Reaktion kriegt, ja, denke ich mal, überhaupt mal eine Reaktion von den Experten. Ja. Und das Preisgeld wird ausbezahlt, so war der Wortlaut, wenn eine wissenschaftliche Publikation vorgelegt wird, in der die Existenz des Masernvirus nicht nur behauptet, sondern auch bewiesen und darin unter anderem dessen Durchmesser bestimmt ist. Das Preisgeld wird nicht ausbezahlt, wenn es sich bei der Bestimmung des Durchmessers des Masernvirus nur um Modelle oder Zeichnungen handelt. Ja, so. Dann hat dieser Herr, dieser junge Mann rechts, damals 2012 hat er das eingereicht, ne? 2012. Ja, 2012, der inzwischen Dr. Med Bardens, damals noch Student, der hat dann 6 Publikationen an Dr. Lanker geschickt und hat gesagt, hier hast du den Beweis, das ist meine Kontonummer, beweis mir mal schnell die 100.000 Euro. Und da war dann Stefan Lanker nicht einverstanden und schließlich kam es dann zu einer Klage und zu einem Prozess vor dem Landgericht Ravensburg und die haben dann einen Gerichtsgutachter, einen nicht Virologen, Bakteriologen eigentlich, gell? Einen Bakteriologen bestellt von der Professor Podbielski, Uni Rostock. Der hat dann da ein bisschen was sagen dürfen und dann gab es auf einmal, ich war nicht dabei, ich war nur bei der zweiten Instanz dabei, kam es zu einem überraschenden Stuhlurteil, da kann der Stefan was dazu sagen. Und das heißt, plötzlich sagt der Richter, so, Sitzung ist zu Ende, ich spreche mein Urteil und fertig. Ja, Doktor, fertig. Ja, Dr. Lanker darf zahlen. Ja. Er hat also keine Gelegenheit gehabt, den Gutachter selber dann zu befragen oder auch überhaupt weitere Beweise vorzulegen. Ich gehe kurz auf die 6 Publikationen ein. Publikation 1, die Masern, also die von 1954, Enders und Peoples, die Kernaussage, die Masernursache kann vom Menschen auf Zellkulturen übertragen und dort vermehrt werden. Die haben praktisch diese Proben von Patienten, haben die in eine Zellkultur getan, weil vorher gab es sie nicht, die gab es erst so seit, ich glaube, 1940, ja, und haben dann krankhafte Zellveränderungen festgestellt und daraus geschlossen, das ist das Masernvirus, ja, das, also kann man die Krankheit auf Zellkulturen übertragen. Zweite Publikation von 1958, ein ähnlicher Versuch und die haben dann aber, die haben also den Versuch von Enders und Peoples wiederholt und haben dann aber aus der Zellkultur dann wieder was entnommen und dann in Affen injiziert. Und die sind dann auch irgendwie zum Teil zumindest krank geworden. Und also nur ein Affe? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Das kannst du dann ergänzen. Dritte Publikation. Die finden Sie alle hier in dem, nochmal Schleichwerbung, alle in dieser Ausgabe können Sie alles nachlesen. Von 1969 elektronenmikroskopische Untersuchungen, die haben da Proben entnommen, nicht entnommen, sondern die haben den Edmondson-Strang genommen vom Enders von 1954, weil der hat seine Kulturen dann weiter gezüchtet, ja, und alle sind davon ausgegangen, da ist das Masernvirus drin, ja. Und die haben das dann untersucht und haben es vermehrt und untersucht und haben dann gesagt, ja, das so und so groß ist das Masernvirus, nämlich 180 bis 600 Nanometer. Vierte Publikation von 1984, und zwar auch eine elektronenmikroskopische Untersuchung eines Leckstrangs, also auch nicht selber frisch aus Patienten genommen, sondern eine frühere Entnahme, die dann ewig weiter gezüchtet wurde. Die Aussage, der Umfang der RNA des Masernvirus konnte elektronenmikroskopisch in etwa bestimmt werden. Ja? So, alle 4 Publikationen sind in renommierten Zeitschriften erschienen, peer-reviewed, ja, gelistet in den großen Datenbanken, erfüllen also formale Kriterien für wissenschaftliche Arbeiten. Und jetzt die 5. von 1995 ist eine Übersichtsarbeit, wo 100 Originalarbeiten ausgewertet werden.
im Springer Verlag. Und die Kernaussage ist hier: Stand der Erkenntnisse über Zusammensetzung und Funktionalität der RNA des Masernvirus. Der Stand der Erkenntnisse. Ja, also das ist der Stand der Erkenntnisse. Ja, so, der bringt einer von den Sechsen. Ja, und die letzte von 2007, da ist die Kernaussage, das Masernvirus ist polymorph. Was, wissen Sie, was das heißt, polymorph? Aber wir wissen nicht, wie es aussieht. Ja, weil die Studien, die bringen völlig unterschiedliche Größen und auch Formen. Ja? Hat eine Größe zwischen 50 und 950 Nanometer. Ja? Und alle Partikelgrößen sind infektiös. Sie verursachen in Zellkulturen krankhafte Veränderungen. Ja? Also muss da das Masernvirus, die muss da einfach drin sein.